Migration is Avantgarde ist ein Projekt über Migration. Migration als Thema beschäftigt uns heute auch 6 Jahre nach dem Höhepunkt der europäischen Flüchtlingskrise 2015 nach wie vor. Im letzten Jahr ist das Flüchtlingslager Moria abgebrannt. Jetzt im Winter reißen die Berichte über die humanitären Katastrophen nicht ab. Es ist eine grundlegende These dieser Ausstellung, dass Migration uns immer begleitet. Die Bewegung von einem Ort zum anderen ist ein grundlegendes Bedürfnis der Menschheit und deswegen eben immer präsent. Michael Danner hat sich von 2008 bis 2017 eben mit dem Thema Migration auseinandergesetzt. Es ist ein fotografisches Langzeitprojekt, das er verfolgt und an den Außengrenzen Europas fotografiert hat, in Rumänien, Tunesien, Marokko, aber auch viel in Deutschland. Er hat die Akteure der Flucht begleitet, also Flüchtlinge, NGOs, die Bundespolizei und so eben dieses Langzeitprojekt aufgesetzt. Michael, was war damals dein Ansatzpunkt, dich mit dem Thema Migration auseinanderzusetzen? Also wie bist du vorgegangen? Du hattest 2015 erwähnt, ich hatte ja 2008 mit der Arbeit angefangen und mir ist aufgefallen, jetzt so über meine eigene Lebenszeit, dass Migration ein Thema ist, das immer wieder so in Wellen, in Phasen in den Medien sehr präsent ist. Und das war es auch 2008, man hat das vielleicht jetzt gar nicht so in Erinnerung. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, auf Migration zu blicken als ein Phänomen, das einfach zum Menschsein gehört und das immer wieder aktuell ist und dann ähnliche Reaktionen auslöst. Es gibt dann Ängste, es gibt Hilfsbereitschaft. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die Arbeit. Würdest du sagen, deine Arbeit entwirft ein Gegenbild zu den typischen Nachrichtenbildern, die wir aus eben jetzt solchen Berichterstattungen wie einem brennenden Moria und anderen Bildern kennen? Die Idee mit der Arbeit ist einerseits, einen Perspektivwechsel zu schaffen, also einen anderen Blick auf die Thematik zu haben. Die Arbeit bezieht sich natürlich auf die Bilder, die wir kennen und die wir wahrnehmen in der journalistischen Berichterstattung. Die Arbeit versucht, dieses komplizierte Thema, dem auch so eine Komplexität zu lassen und es jetzt nicht zu vereinfachen, was dann vielleicht im politischen Raum oft passiert, dass es dann so Schlagwörter gibt, sondern sie versucht eigentlich diese Komplexität auch als was Schönes zu sehen und so eine Vielschichtigkeit hatte ich versucht zu schaffen mit der Arbeit. Michael hat für sein Projekt 2018 den Photobook Dummy Award des Kasseler Fotofestivals gewonnen. Und das Projekt ist erst in Buchform erschienen, bevor wir es hier bei CO Berlin als Ausstellung umgesetzt haben. Natürlich gibt es enge Schnittstellen zwischen beiden quasi Umsetzungen. Trotzdem haben wir eine ganz eigene Form hier für die Ausstellungsräume gefunden, die sich eben in 3 Räume gliedert. Wir beginnen in einem Raum, der mit klassischen Wandbildern arbeitet, also mit einem stillen Einzelbild. Raum 2 ist eine Projektion, auch von Fotografien, die aber viel stärker zeitbasiert arbeitet. Und Raum 3 setzt dann eine Textwand um, die das Recherchearchiv von Michael an die Wand bringt. Die Erzählung dieser Ausstellung ist eigentlich eine chronologische entlang der verschiedenen Stellen und Stationen der Flucht. Michael, wo fangen wir an? Welche Bilder sehen wir in Raum 1? Was ist das Thema dieses Raums? Also hier sind sehr farbenkräftige Bilder, die im Mittelmeerraum entstanden sind, im Kulturraum Mittelmeerraum. Die Bilder, ich würde die beschreiben als Sehnsuchtsorte oder dass sie Sehnsuchtsorte beschreiben, zeigen oder eine Idee davon. Und für mich ist das Mittelmeer ein
eigentlich eine Projektionsfläche für Sehnsüchte, die wir im Norden haben, die wir in Urlaub fahren, in den Süden und im Alltag entkommen wollen und für Menschen, die die Passage, die Hoffnung haben, die Passage über das Meer in den Norden sicher zu machen und ja, Flucht und Vertreibung zu entkommen. Und das Spannende ist, dass das sozusagen eine gegenläufige Bewegung stattfindet und eine Begegnung, die ja, in diesem Raum passiert. Und was wir in Raum 1 eben jetzt in diesen Bildern sehen, ist ja eigentlich erstmal eine, finde ich, implizite Auseinandersetzung mit dem Thema. Also viele Bilder, wie jetzt dieses hier, funktionieren ja als Postkartenmotive, sind eben deutungsoffen in verschiedene Richtungen. Und dann gibt es einzelne Hinweise, dass hier eben das Thema Migration auftaucht. Ich denke an die goldene Rettungsdecke, die in einem Bild zu sehen ist. Aber es sind eigentlich implizite Hinweise, also die Migration wird hier nicht ausgespielt, oder? Sondern ist eben implizit vorhanden. Ich glaube, wichtig war mir hier sozusagen so eine Irritation zu schaffen, dass so die Erwartungshaltung, die man an die Thematik hat, die Erwartungshaltung an Bilder, die vielleicht eher Leid zeigen, vordergründig, dass es nicht erfüllt wird und dass man sozusagen vielleicht seine eigene Perspektive oder das Wissen um Migration hinterfragt. Und hier man erstmal eigentlich mit dem, genau dem Gegenteil konfrontiert wird, was man sonst erwartet. Raum 2 zeigt eine Projektion, die zeitbasiert arbeitet, aber nicht auf Video, sondern eben auch auf Fotomaterial basiert. Es ist ein Zusammenschnitt von über 300 Bildern, die eben aus dem Projekt stammen und die jetzt eine ganz andere Phase eben der migrantischen Bewegung zeigen, nämlich die Ankunft im Heimatland. Und die Bilder sind sehr, auch ästhetisch sehr anders als die, die wir im ersten Raum sehen. Sie sind eher seriell und typologisch arrangiert. Was ist das Thema dieses Raums, Michael? Die Aufnahmen, die wir hier sehen, beschreiben eigentlich so dieses Migrationsregime in einem Ankunftsland. Das heißt, wir sehen den Prozess der Registrierung, der Erfassung, Kanalisierung. Das sind dann Räume und Begegnungen, wo Menschen die Fingerabdrücke genommen werden oder wo ja, Migranten dann ihre erste Unterkunft bekommen, den ersten Besen und die Bettwäsche als erste Ausstattung. Und was man eigentlich dann erlebt, wenn man die Arbeit, die Projektion ansieht, ist, dass es eine, ja, eigentlich, dass so ein Identitätsverlust damit einhergeht und die Menschen, die wo ankommen, nicht Lehrer, Schülerin oder Doktor sind, sondern Asylland, Migrant, Flüchtling. Und für mich war das wichtig, dass die Arbeit nicht als Fotos an der Wand hängt, die man dann so abschreitet, sondern dass zu dem ersten Raum hier sozusagen eine andere Präsentationsform sich findet, zeitbasiert, 22 Minuten, wo der Betrachter konfrontiert ist mit dem immer Gleichen, mit vielen Wiederholungen, mit was Typologischem, was sozusagen auf diesen Verlust der Identität verweisen soll. Migration as Avantgarde geht zurück auf die politische Theoretikerin Hannah Arendt, die 1943 den Essay Wir Flüchtlinge geschrieben hat. Und dort einerseits aus der Perspektive ihrer eigenen Biografie als Jüdin und andererseits aus einer philosophischen Perspektive über Migration und auch über Avantgarde schreibt, also beide Begriffe zusammenbringt. Warum, Michael, war das eine Referenzebene für dich? Was hat dich da interessiert und warum hast du entschieden, diesen Titel oder diese beiden Begriffe als Ausstellungstitel zu verwenden? Ja, ich finde an den beiden Begriffen spannend, dass Migration für viele eher für etwas Negatives steht und Avantgarde eigentlich für was Positives, wenn man an die Künste denkt oder es kommt eigentlich aus dem Militärischen, die Vorhut. Und ich fand erstmal diese Irritation
Ja, spannend, da zwei Begriffe zusammenzubringen, die den Betrachterinnen zum Nachdenken anregen, über das Verhältnis der beiden. Und Avantgarde letztendlich, die vielleicht eine Grenzüberschreitung beschreibt, auf jetzt in Bezug auf die Migranten, man muss eine Grenze überschreiten, um zu fliehen, um in ein anderes Land zu kommen, aber auch neue Wege zu gehen, etwas anders zu machen. Und das bezieht sich dann auch vielleicht auf meinen Ansatz, auf meine künstlerische Interpretation, dass ich da versuche, einen Perspektivwechsel zu kreieren für die Betrachter. Was ich total interessant finde an dem Titel, ist diese eigentümliche Irritation, die es aufdrückt. Ich habe es am Anfang sehr provokativ gelesen, die Kombination beider Begriffe. Und dann in der stärkeren Auseinandersetzung aber verstanden, so ist es überhaupt nicht gemeint, weder von dir noch bei Hannah Arendt. Es ist ja eigentlich ein wertneutrales Zusammenschluss. Und vielmehr geht es darum, auch die positiven Seiten an dem Unterwegssein quasi aufzuzeigen. Ne? Mhm. Und wenn man das jetzt nochmal in Verbindung bringt mit deinem Recherchearchiv, vor dem wir jetzt stehen, da ist ja auch ein großes Argument, eben eine historische Dimension aufzumachen. Auch wenn dein Projekt jetzt in den letzten 9 Jahren entstanden ist, ist ja Thema, dass Migration quasi ein Phänomen ist, was die Menschheit schon immer begleitete. Und jetzt gibt es hier diese historische Ebene. Möchtest du da ein bisschen erzählen, worum es da ging? Also genau. Ein wichtiger Punkt der Arbeit ist, das aus dem Tagesaktuellen herauszulösen und eben so einen Blick drauf zu haben, dass Migration zum Menschsein dazugehört, dass Mobilität in dem Sinne, dass wir woanders hingehen zum Studieren vielleicht oder im schlimmsten Fall eben vor Verfolgung fliehen müssen. Und dieses woanders hingehen, wo man Chancen hat auf ein besseres Leben, ist für mich konstituierend für uns Menschsein. Und es ist nichts Negatives, sondern was Positives. Und dieses Recherchearchiv, das über die Jahre des Projekts entstanden ist, reflektiert es. Also wir finden hier Texte, philosophische Texte, die hunderte Jahre zurückgehen. Es ist aufgeteilt in 7 Kapitel. Ein Kapitel sind eher Fakten und Zahlen zur Migration, zu historischer und gegenwärtiger. Ein weiteres sind Bilder, es sind Texte, die Bilder beschreiben, zum Beispiel Alan Kurdi, das Flüchtlingskind, das bei der Überfahrt ertrunken ist. Und es sind auch Texte, die Fragen an die Betrachter stellen. Also es ist letztendlich so eine Art Denkraum, wieder eine andere Ebene, die Arbeit oder diese sich der Thematik zu nähern, eher auf einer analytischen vielleicht. Und es stellt Fragen an die Betrachter, an deren eigene Identität und Geschichte und Hintergrund. Total interessant finde ich ja auch, dass hier eigentlich viele Bilder, die aus dem im Buch auch auftauchen, auf textueller Ebene wiederkommen. Also im Buch gibt es einzelne historische gefundene Bilder, die du aufgenommen hast, von verschiedenen historischen Situationen, den Boat People in Vietnam, von der Flucht beim Zweiten Weltkrieg, die hier als Bilder in der Ausstellung ausgespart sind, die wir aber als Denkraum miterleben, weil zum Beispiel dann eben Metadaten, also Referenzdaten, Beschreibungen dieses Bildes von Alan Kurdi als Text an der Wand sind. Das heißt, die Recherchewand übersetzt hier eigentlich diese historische Ebene, die es im Buch gibt, jetzt in textueller Form nochmal in den Raum. Der Schlusspunkt der Ausstellung nimmt eigentlich nochmal einen Perspektivwechsel vor, weil man hier jetzt zum ersten Mal wirklich dem Menschen der Flucht begegnet. Du hast hier Porträts aufgenommen, Michael. Warum taucht jetzt hier das erste Mal eben das Menschenbild auf und was sind das für Leute, die du hier porträtiert hast? Die Porträts, die ich gemacht habe, die sind entstanden über eine Tätigkeit als Freiwilliger in einer Notunterkunft in Berlin und über diese Beziehung
habe ich eben die Menschen kennengelernt und manche auch sind zu Freunden geworden und ich konnte sie porträtieren. So der Ansatz für die Porträts war eigentlich zu überlegen, welche Bilder kennen wir aus oder welche Abbildungen kennen wir, in denen Migranten gezeigt werden, und oft werden die eigentlich in so einem passiven Zustand gezeigt, in dem sie gerettet werden oder warten müssen oder eigentlich nicht im Tun sind. Und Migration ist was Aktives, ist eine Entscheidung, die getroffen wird und auch nicht, in der Regel auch nicht spontan. Und die ganze Familie legt vielleicht zusammen, um eben diese Flucht zu finanzieren, zu ermöglichen. Und mir war wichtig, dass sozusagen dieses Aktive sichtbar ist in meinen Porträts von Migration. Und wir sehen hier Menschen, die aus diesem Migrationsregime eigentlich ausgetreten sind und wieder eine eigene Identität haben, eine Zukunft aufbauen, ein eigenes Leben nachgehen und nicht mehr Flüchtlinge genannt werden, sondern mit ihrem Namen. Und die Porträts bilden vielleicht so eine Brücke zu diesen mediterranen Sehnsuchtsbildern am Anfang, indem sie dem Leben zugewandt sind und lebendig sind. Man hat also am Anfang und am Ende eigentlich hoffnungsvolle Bilder und diese Reise in die Fremde setzt hier jetzt nochmal einen Schlusspunkt. Migration ist eine Chance. Es ist eine Chance für uns und Migration ist Menschlichkeit. Und ich denke, dieser Blick auf den Menschen ist ganz wichtig. Super Schluss. Kein Punkt, ja. Ganz wichtig. Super.